Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in meiner Chakra-Reihe. Heute zum Halschakra. Wir sind jetzt mittlerweile schon beim fünften Chakra angekommen, beim Halschakra. Und die Farbe des Halschakras ist hellblau und das Halschakra befindet sich auf Höhe eures Kehlkopfes. Die zentralen Themen des Halschakras sind zum einen Kommunikation, zum anderen aber auch Inspiration, Fantasie, Kreativität, Musikalität, Wahrheit natürlich auch. Und das Halschakra hat natürlich seinen Einflussbereich auf Hals und auch Kiefer, auf Speiseröhre und Luftröhre, auf die Atmung, auf den Klang der Stimme, aber auch auf die Halswirbelsäule, auf Kiefer, auf Nacken, auf Schultern und auf Gehör. Und all diese Bereiche werden von der Energie dieses Chakras versorgt. Dazu zählen übrigens auch Schilddrüse und Nebenschilddrüse, weswegen das Halschakra für mich persönlich sehr, sehr interessant ist, weil ich ja eine Schilddrüsenerkrankung habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was diesen Monat passiert, wenn ich mich ganz intensiv mit dem Halschakra auseinandersetze. Und wenn man ein gut entwickeltes Halschakra hat, dann kann man sehr, sehr gut mit seiner Stimme umgehen. Man kann über die Stimme auch Gefühle zum Ausdruck bringen. Man ist sehr musikalisch und ganz im Gegenteil, wenn das Halschakra halt nicht so gut entwickelt ist oder wenn es Störungen im Halschakra gibt, dann ist man vielleicht sehr schüchtern, man ist gehemmt. Es kommt vielleicht auch zu Sprachstörungen, man hat einen Mangel an Ausdruckmöglichkeiten. Auf der anderen Seite kann man aber auch wiederum einen Hang zu Geschwätzigkeit haben, zu Ruhmsucht haben, vielleicht auch der Versuch, andere Menschen manipulieren zu wollen. Wenn man mit seinem Halschakra nun arbeiten möchte, verlinke ich euch wie jeden Monat Meditation und Yoga-Übungen unten in der Infobox. Ihr könnt Edelsteine dafür nutzen. Das wäre jetzt beim Halschakra zum Beispiel Lapislazuli, Aquamarin, Topaz. Ihr könnt wie immer auch Öle verwenden. Das wäre zum einen für das Halschakra hoch. Eukalyptus und zum anderen Pfefferminz. Das ist ja eines meiner liebsten Öle in Kombination mit wilder Orange. Wenn ihr Fragen zu den Ölen habt, dann schreibt mich sehr, sehr gerne an. Das sind ja von doTERRA meine liebsten, meine allerliebsten Öle. Und auch wieder Gewürze beim Thema Halschakra sind diesmal Sternanis und Gewürznelke. Und wie immer, und das findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt, gibt es auch wieder für das Halschakra, also für die Halschakra-Produkte von Chakmuni einen Rabattcode. Das hier ist zum Beispiel das wunderschöne Halschakra-Halstuch von Chakmuni. Aber ich zeige euch jetzt gleich im zweiten Teil des Videos noch weitere Produkte von Chakmuni für das Halschakra. Also viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil. Natürlich gibt es auch für das Halschakra wieder wunderschöne Produkte von Chakmuni. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Halschakra-Tasse, die ich echt ganz, 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 ganz toll finde. Und mit den Produkten von Chakmuni kannst du halt im Alltag deine Chakren harmonisieren. Quasi nebenbei. Und inspiriert von der Energie der Farben und der kraftvollen Chakra-Mandalas funktioniert das mit diesen Produkten halt so, 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 so schön. Man kann das jetzt zum Beispiel so machen, dass man einfach alle Motive genau betrachtet und dann spontan aus dem Bauch heraus entscheidet, mit welchem Mandala man in Resonanz geht. Also das hier sind diese Mandalas, das ist jetzt das für das Halschakra. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht an meiner Chakra-Challenge teilnimmt, ansonsten ist ja ganz klar, dass man sich jetzt gerade aktuell mit dem Halschakra beschäftigt. Das hier ist zum Beispiel eine der wundervollen Ketten, also die Kette jetzt für das Halschakra. Chakra, die sehen auch so wunderschön aus. Und so bekommst du einfach dann intuitiv Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Und das verrät dir, welches deiner Chakren einen Energiebooster bzw. Zuwendung gebrauchen kann. Und Chakren, das sind ja feinstoffliche Energiezentren. Und die können durch Schwingung von Farbfrequenzen und von diesen kraftvollen Mandalas aus der heiligen Geometrie aktiviert werden. Hier habe ich jetzt auch nochmal das Halstuch für das Halschakra. Ein ganz, ganz wunderschönes Blau und hier auch wieder
dieses Mandala aus den Steinen. Das sieht so schön aus. Und so kann man halt jederzeit quasi nebenbei in allen Situationen des täglichen Lebens seine Energiezentren positiv beeinflussen und harmonisieren. Und deswegen liebe ich die Produkte von Chakmoni so, weil das gerade für uns Mamas eine unglaublich gute Gelegenheit ist, unsere Chakren im Alltag ganz nebenbei zu harmonisieren. Ihr findet wieder den Link zum Shop von Chakmoni unten in der Infobox. Und natürlich gibt es auch in diesem Monat zum Halschakra eine Rabattaktion. Aber dazu findet ihr alle Infos unten in der Infobox, auch welchen Rabattcode ihr benutzen dürft. Und schreibt mir sehr, sehr gerne, wenn ihr bei Chakmoni schon mal bestellt habt, was ihr da bestellt habt.